Als ich letztes Jahr zur Analyse aufgezogen bin, war mir eigentlich ziemlich klar, dass ich früher oder später wieder mit YouTube anfangen werde. Ich musste einfach nur auf den richtigen Moment warten. Ich gab mir immer selber irgendeinen Grund, warum genau heute nicht der perfekte Tag ist, um hochzuladen. Die Frisur war nicht richtig, das Wetter hat nicht mitgespielt, zeitlich hat es nicht gepasst. Irgendwas gab es immer, warum ich gesagt habe, ey, es wird ein besserer Tag kommen, es wird ein besserer Tag kommen. Die kranke Scheiße dabei ist, ich habe das wirklich selber geglaubt und ich habe wirklich gedacht, dass irgendwann dieser Moment kommen wird. Als ich dann irgendwann in meinem Kopf Klick gemacht habe und ich gecheckt habe, was ich gerade tue, gucke ich auf den Kalender und ich realisiere, oder ich habe einfach irgendwie 8 Monate gebraucht, um ein YouTube-Video hochzuladen. Ach ja, bei der Geschichte geht's nicht um ein Video. Ey, das kann nicht sein, Alter. Es hat einfach geregnet, Digga. Ey, das kann auch nur mir passieren, Alter. Eigentlich soll es erst in ein paar Stunden regnen. Ich hatte eigentlich vor, in den Wald zu gehen, ein bisschen zu filmen und Sport zu machen. Aber jetzt regnet's. Eigentlich wäre jetzt der perfekte Moment, einfach zu sagen, so fuck it, ich mach's nicht. Aber die Ironie ist einfach, dass ich gerade sogar dieses Video drehe. Deswegen soll ich trotzdem gehen. Alter, mir ist gerade aufgefallen, ich sehe einfach aus, wie als ob ich frisch aus der Army wäre, oder? Ich wollte gerade noch sagen, hier im Wald merkt man gar nicht so doll den Regen, aber wenn man hier in die Stadt guckt, damn, vielleicht bleibe ich heute einfach im Wald. Ja, zum Glück bin ich heute noch gegangen. Wirklich, heute Morgen hatte ich schon mir drüber nachgedacht, einfach so alles zu canceln. Obwohl ich mir halt am Abend zuvor vorgenommen hatte zu gehen. Du stehst auf, siehst Regen, Digga, und direkt kommen diese ganzen Gedanken so in den Kopf, so ja, scheiß drauf, vielleicht ist das doch nicht so ein guter Part fürs Video. Mach das doch lieber dann ein paar Tage später. Aber ein paar Tage später sind dann, wer weiß, was in ein paar Tagen ist. Vielleicht regnet es wieder oder irgendwas kommt dazwischen. Und so war das halt auch mit meinem Video. Also ich wollte es halt so lange machen, aber ich die ganze Zeit gab es immer irgendwas, was mich sozusagen davon abgehalten hat, es durchzuziehen. Ich dachte immer so, es kommt ein besserer Moment, wenn ich das Video drehen kann, aber im Endeffekt kam nie der bessere Moment. Klar, ich musste meine Wohnung klären und musste hier und da so ein paar Dinge klären, damit ich halt auch so authentisch vor der Kamera rüberkomme. Ich kann jetzt nicht darüber reden, wie ich mein Leben verändert habe, aber ich habe nicht meine Wohnung. Also natürlich musste ich halt so ein paar Dinge klären. Aber am Ende des Tages so, das, was ich jetzt da letzte Woche gedreht habe, das hätte ich auch schon vor 3 Monaten drehen können, auch vor 4 Monaten. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, so ein bisschen drüber nachzudenken, dass man halt nicht immer auf diesen perfekten Moment warten muss, weil nichts ist perfekt. Und es gibt halt auch einfach keinen perfekten Moment. Klar, mir ist bewusst, dass mit dem Video ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Nicht jeder will jetzt irgendwie ein YouTube-Video drehen oder einen YouTube-Kanal haben. Aber zum Beispiel, voll viele Leute wollen Sport anfangen und sagen sich dann immer, ja, jetzt gerade habe ich so viel zu tun und jetzt gerade geht das nicht oder in einem Monat passt es besser oder wenn ich mit den Klausuren durch bin. Obwohl, wenn man ehrlich ist, ins Gym zu gehen ist 1 Stunde von einem Tag, vielleicht allerhöchstens 2 Stunden. Und das Witzige ist, dass mir sowas immer bei anderen Leuten direkt auffällt, wenn die sozusagen Ausreden haben, warum die etwas nicht machen können. Und ich bin nicht besser. Ich bin genauso. Ich bin einfach genauso. Ich wollte lange dieses YouTube-Ding machen und ich habe mir selber immer Ausreden gegeben, warum es jetzt gerade nicht passt. Ja, der perfekte Moment wird nie kommen. Aber ich kann euch sagen, Leute, wenn ihr einen Wald in der Nähe habt, vor allen Dingen, ich muss sagen, das ist so ein Blessing. In diesem Wald kann man einfach trainieren. Die haben da wie so einen Weg, wo du so langläufst und so alle 200, 300 Meter kommen so Stationen, wo du, sag ich mal, trainierst. Shoutout an Holzi, der hat mir das gezeigt. Ey, dann geht da hin, Leute. Ich schwöre, es war vielleicht heute ein bisschen extrem, so war 9 Uhr morgens am Samstag. Aber da ich jetzt am Ende gegangen bin, ich habe mich 10-mal besser gefühlt. 10-mal besser. Und ich weiß, ich hätte mich so scheiße gefühlt, hätte ich es nicht durchgezogen. Deswegen, Leute, wenn ihr euch was in den Kopf setzt, zieht das durch. Zieht das wirklich durch. Und das geht auch an mich selber. Das geht auch an mich selber.
What's up, what's up, what's up? Es geht, Leute. Ey, gestern habe ich wirklich nicht mehr viel gemacht, deswegen habe ich auch kaum was gebloggt. Abends war ich noch im Gym, weil mir dann dieses kleine Waldworkout dann doch nicht gereicht hat. Kann mir wirklich einer erklären, was ist denn mit diesem Wetter? Vor einer Woche konnte ich kaum ein Video drehen, weil ich mir so den Arsch weggeschützt habe. Und jetzt, oder was ist das? Ist wieder Herbst oder so? Was soll man an so Tagen machen? Erklär mal bitte. Was soll man an so Tagen machen? Es ist Sonntag. Es ist todesdüster, voll grau draußen, du frierst den Arsch ab. Es regnet so ein bisschen. Oder die Optionen, die sehen nicht gut aus, Alter. Die Optionen sind nicht gut. Man, this shit is too easy, man. Ich bin vielleicht nicht der krasseste Koch, aber mein Rührei, ey, dafür stehe ich in meinem Namen. Guckt euch das an, Alter. Mashallah. Falls ihr auch Tipps braucht, wie ihr irgendwie abnehmen könnt oder wie ihr euch richtig ernährt, Leute, hier habt ihr den Chefkoch. Am Start. Ey, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was zur Hölle mache ich hier? Hier ist morgen das Battle of the Socials. Das ist so ein Fußball-Influencer-Turnier. Und wie ihr wisst, arbeite ich für die Brutatios. Deswegen sind wir natürlich auch hier am Start. Ich habe die Kamera dabei, aber ich werde nicht wirklich viel von dem Event filmen können, weil wir halt morgen selber vloggen. Aber ich nehme euch einfach mit. Ich nehme euch einfach mit durch mein Leben. Das ist gerade mein Leben. 2 Uhr nachts. Meins. Ja, aber das Hotel gibt auf jeden Fall eine 10 von 10 von mir. Also dafür, dass ich eine Person bin, bin ich hier echt in einem fetten Hotelzimmer, Alter. Hat der Knossi gut gemacht. Bruder, wer liebt das nicht? 4 Stunden Schlaf gehabt, es ist 8 Uhr morgens. Wir müssen jetzt schon zum Frühstücken gehen, weil es einfach um 9 Uhr schon losgeht, Bruder. Wer hat diesen Plan geschrieben? Es geht einfach schon um 9 Uhr los. Aber man muss sagen, Mainz sieht überkrass aus. Man ist ja einfach direkt am Wasser, direkt am Main. Oh yeah. Wir sind auch überall so Battle of the Socials, Flaggen und so. Die haben sich echt mehr Mühe gegeben. Ich weiß, einige da draußen fragen sich immer noch, was überhaupt so mein Job ist. Ich kann zwar nicht genau filmen, was ich heute mache, aber der nächste Clip von mir wird sein, wie ich wieder reinlaufe um wahrscheinlich so 21, 22 Uhr und dann anfange, das ganze Video zu schneiden, damit es am nächsten Tag ready ist. Also im nächsten Clip sollte ich eigentlich durch diese Tür kommen. Ich werde wahrscheinlich schon ziemlich tot sein, aber dann geht die Arbeit für mich erst richtig los. Geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Das Event ist endlich vorbei. Es ist jetzt knapp, ich weiß gar nicht, 20 Uhr oder so. Hier ist das Wichtigste überhaupt drin, die Aufnahmen und den Rest des Abends oder wahrscheinlich auch bis tief in die Nacht werde ich mich jetzt hier hinsetzen und dafür sorgen, dass morgen ein Video kommt. Okay, mein Setup ist ready, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Aber ich frage mich, habe ich hier einen Kühlschrank mit einem Red Bull oder so? Mein Bruder, ich bin dead. Ist hier irgendwo ein Kühlschrank? Was ist das hier? Oh! Ja, okay, jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Jetzt kann ich easy dieses Video durchballern. So, Leute, ich bin endlich fertig. Das Video steht und kann morgen kommen. Es ist auf jeden Fall sehr stabil geworden. Und es ist 4:45 Uhr. Es ist 4:45 Uhr. Ach du Scheiße.
ein letztes Wort noch von mir, bevor ich mich jetzt auch pennen lege. Ich glaube, viele Leute haben eine falsche Vorstellung davon, wenn man sagt, dass man wie Content Creator ist. Ich glaube, die denken, dass man den ganzen Tag nur Eier schaukelt und irgendwie einmal ein Video hochlädt und das Video kriegt voll viel Aufrufe und du machst Geld. Aber die meisten Leute vergessen, glaube ich, wirklich, was für ein Grind dahinter steckt. Wenn ich jetzt mal meine letzten 2 Tage als Beispiel nehme, und ich weiß, es ist jetzt auch was Besonderes, weil hier ein Event war, aber wir sind gestern um kurz vor 12 abends mit dem Auto losgefahren von Düsseldorf nach Mainz, waren dann so gegen 2 hier, ich bin so gegen 3 eingepennt, musste dann so um 8.30 Uhr aufstehen, um frühstücken zu gehen. Nach dem Frühstücken sind wir dann direkt zu der Arena gefahren. Dort habe ich den ganzen Tag gefilmt, wirklich so von so, keine Ahnung, so 10 Uhr bis so 20 Uhr war ich dort. Und dann von der Arena wieder zum Hotel und habe jetzt von so 21 Uhr bis 5 Uhr morgens ein Video geschnitten. Und warum ist es uns so wichtig, dass wir das Video direkt am selben Tag noch fertig kriegen? Weil das Event war heute und übermorgen juckt es schon keinen mehr. Das Video muss morgen kommen. Und das heißt also, dass ich in den sauren Apfel beißen muss und einfach diese ganze Nacht durchhasseln muss. Aber das kann man auf alles beziehen, weil einfach nichts, was wirklich von Wert ist, kommt einfach im Leben. Es klingt vielleicht wieder ein bisschen zu poetisch, aber es ist einfach so. Schiebt keine Dinge auf und macht sie direkt. Das ist das perfekte Beispiel. Wenn wir dieses Video aufschieben würden, es wird kaum Sinn machen, diesen Vlog hochzuladen, weil übermorgen oder überübermorgen haben schon so viele Leute hochgeladen, dann rutschst du einfach in diese Masse rein, das willst du nicht. Wir wollen die sein, die morgen die Ersten sind, die einen fertigen Vlog hochladen. Und einen Vlog, der wirklich gut ist. Nicht irgendwie nur hingerotzt, sondern wirklich mit Soundeffekten, mit Musik, mit allem drum und dran. Und ich habe die ganze Zeit gerade im Hintergrund alle gehört, wie die unten waren, besoffen und beim Party machen, was auch immer. Und es hat mich irgendwie noch mehr motiviert, weil ich wusste, es gibt gerade einfach niemanden in diesem ganzen Hotel, der gerade härter arbeitet als ich. Und wenn es das ist, was ich brauche, um so durchzuziehen, Bruder, dann let it be, man. Das war noch mein Schlusswort, Bruder. Ich muss jetzt wirklich pennen, Alter. Ich muss wirklich pennen. See ya. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, den Vlog zu beenden. Das Event ist 2 Tage her. Und wenn man jetzt in die deutschen Trends guckt, sieht man, das Video ist auf Platz Nummer 4, sogar vor dem eigentlichen Livestream von Knossi. Ich habe es an dem Tag gecallt. Keiner hat an diesem Tag so hart gearbeitet wie ich. Und es hat sich ausgezahlt. Wenn das keine Motivation nicht nur für mich, sondern auch für euch alle da draußen ist, einfach durchzuziehen und nicht auf den richtigen Moment zu warten, dann weiß ich auch nicht. Also danke fürs Schauen. Ich ziehe weiter durch. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Vlogs und wir sehen uns beim nächsten Video.